Na, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Hier möchte ich euch mal eine kleine Videoreihe vorstellen. Und zwar geht es um Virtual Box und um virtuelle Maschinen. In dem ersten Video zeige ich euch jetzt erstmal Virtual Box, also wie ihr das installiert, wo ihr das herkriegt und so weiter. Und einmal, was für Vorteile so eine virtuelle Maschine haben kann oder was so Vorteile einer virtuellen Maschine sind. Nun gut, und zwar brauchen wir dazu einmal unser Programm Virtual Box, was wir bei ship.de finden. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das jetzt erstmal runterladen. Und währenddessen ist bei euch runterlädt, erzähle ich euch einfach mal, was so eine virtuelle Maschine überhaupt ist. Und zwar ist so eine virtuelle Maschine einfach ein weiteres Betriebssystem in eurem Hauptbetriebssystem. Ihr könnt euch das Ganze einfach vorstellen wie ein ganz normales Programm, worin sich halt einfach ein weiteres Betriebssystem befindet. Und ja, ihr fragt euch dann auch sicher jetzt, wofür braucht man das? Das ist ganz einfach so ein Vorteil so einer virtuellen Maschine ist es einfach, falls ihr mal zum Beispiel Linux braucht, könnt ihr euch das in einer virtuellen Maschine installieren, ohne dass ihr euch das auf eurem normalen Rechner installieren müsst und da gegebenenfalls halt beim Start immer hin und her switchen müsst. Da müsst ihr euch dann ja entscheiden, ob Windows oder Linux gestartet werden soll und das bleibt euch dann erspart. Und ihr braucht natürlich keinen zweiten Rechner, also ihr spart euch die Kosten für einen weiteren Rechner, auf dem ihr das dann installieren müsst. Und ihr könnt auch einfach ältere Betriebssysteme dort installieren, zum Beispiel wenn ihr mal aus irgendeinem Grund Windows 2000 oder Windows 98 braucht, könnt ihr euch das ganz einfach installieren und schon könnt ihr da drin dann machen, was ihr wollt. Und ja, weitere Vorteile sind einfach, ihr könnt da Testumgebungen aufbauen, zum Beispiel, falls ihr irgendwie ein kleines Netzwerk bauen möchtet zu Hause und erstmal probieren möchtet, wie geht das, und das könnt ihr ganz einfach in so einer virtuellen Maschine machen und oder andere Testumgebungen, was euch da so gerade einfällt, was man da testen möchte. Und ihr könnt da unbekannte Anwendungen testen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ah, was passiert, wenn ich das und das mache, nicht, dass da irgendwas Größeres passiert. Und ja, das könnt ihr dann einfach machen, weil in so einer virtuellen Maschine passiert eigentlich, da kann nicht viel kaputt gehen. Ihr könnt euch zwar das Betriebssystem in der virtuellen Maschine zerschießen, aber dann auch ganz einfach wieder neu installieren und eurem Hauptbetriebssystem passiert einfach nichts. Deshalb kann man das auch oder so eine virtuelle Maschine auch benutzen, um zu gucken, ob da irgendwie Viren oder ob so ein Programm oder irgendwelche Dateien Viren behaftet sind, und dann passiert eurem eigentlichen Betriebssystem einfach nichts, wenn ihr das in der virtuellen Maschine macht. Also sozusagen ist die virtuelle Maschine einfach eine kleine Box, wo nichts rauskommt. Außer natürlich, ihr stellt das so ein, dass da auch was raus kann. Aber im Grunde ist es so eingestellt, dass da erstmal nichts raus oder rein kann. Und ja, weiterer kleiner Vorteil ist einfach, ihr könnt so eine virtuelle Maschine auf jedem Rechner ja machen, den ihr habt. Also das Ganze wird immer in so einer größeren Datei angelegt, die ihr euch dann zum Beispiel einfach auf einen USB-Stick packen könnt und dann zum nächsten Rechner rennen könnt und den dann oder die virtuelle Maschine dann da ausführen lassen könnt, sobald oder sofern da halt auch virtuelle Box und so eine virtuelle Maschine erstellt ist. Und ja, also das sind jetzt so die Vorteile einer virtuellen Maschine. Nochmal kurz zusammengefasst, also ihr spart euch einiges an Hardware, falls ihr mehrere virtuelle Maschinen habt. Ihr könnt Testumgebungen aufbauen, ihr könnt unbekannte Anwendungen testen, ihr könnt ja oder Viren testen, beziehungsweise ob irgendwelche Anhänge jetzt mit Viren behaftet sind oder schädlich sind. Ja, und ihr könnt einfach solche virtuellen auf verschiedenen Rechnern hin und her schieben und da ausführen. Und so, das sind jetzt eigentlich auch die Vorteile einer virtuellen Maschine. Einen kleinen Nachteil hat das Ganze natürlich. Euer Hauptrechner muss einigermaßen ausgestattet sein, um auch diese virtuellen Maschinen parallel laufen lassen zu können. Also ihr braucht genügend RAM. Die CPU sollte jetzt auch nicht ganz alt sein, also schon etwas neuer. So i3, i5 sollte es mindestens sein, würde ich mal sagen. Oder ja, AMD kenne ich mich jetzt nicht so aus, was es da gerade so gibt. Aber sollten schon einiges an Power mitbringen. Nun gut, ja, Vor- und Nachteile habe ich euch jetzt erklärt. Dann installieren wir das Ganze einfach mal noch kurzerhand. Und im nächsten Video geht es dann auch weiter mit der Einrichtung so einer virtuellen Maschine. So, und nachdem wir das jetzt runtergeladen haben, kriegen wir hier so eine ausführbare Datei. Die starten wir einfach mal. Und dann öffnet sich das Ganze hier. Klicken wir einfach auf Next. Das lassen wir hier so, Standardeinstellungen. Hier machen wir die Häkchen da rein, wo wir sie haben möchten. Und dann einfach auf Yes. Dann auf Installieren. Und jetzt wird das Ganze installiert und ihr müsst euch gleich noch hier die Treiber installieren. Da werdet ihr aber gleich einfach gefragt. Und ja, das sind einfach Treiber für die USB-Ports und für die Netzwerkkarte. Damit ihr überhaupt auch eine Internetverbindung haben könnt in der virtuellen Maschine. Also hier einfach installieren. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Also wir sehen hier, ruckzuck ist das Ganze fertig. Finish.
Und dann haben wir jetzt hier unsere virtuelle Box, können uns dann jetzt hier virtuelle Maschinen anlegen, aber wie das geht, erfahrt ihr im nächsten Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr weitere Vorteile oder Nachteile so einer virtuellen Maschine kennt, könnt ihr natürlich die gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls ich euch unbedingt was Bestimmtes in VirtualBox oder generell virtuellen Maschinen zeigen soll, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das würde ich dann mit in den nächsten Videos einbringen und dann würde ich an dieser Stelle einfach sagen, bis zum nächsten Video.